Heutzutage wollen alle clever sein. Heutzutage muss alles clever sein. Aus einer cleveren Idee entsteht ein cleveres Produkt, sagt mein Chef immer. Und dann sagt er glatt zu mir, Janis, jetzt mal ganz im Vertrauen. Sind wir eigentlich wirklich clever? Und da habe ich kurz überlegt. Wir produzieren in Deutschland, haben also kurze Lieferwege und eine gute Qualität. Das ist schon mal clever. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Händlern zusammen. Das ist ziemlich clever, denn so können wir unseren gemeinsamen Kunden einen großartigen Service garantieren. Und wir haben eine fantastische Kantine, was ebenfalls clever ist, denn so geht es den Mitarbeitern gut. Moment. Wir produzieren aber auch clevere Produkte. Zum Beispiel das Comfortel 3500. Ah, danke schön. Ja, früher musste man sich entscheiden zwischen Standard-SIP und IP-Systemtelefon. Als hätten sie nichts Besseres zu tun. Der Anrufbeantworter hier drin erkennt am ankommenden Signal, ob es sich um einen internen oder externen Anruf handelt, ob es ein anonymer Anruf ist oder vielleicht nur das Türsignal. Einfach clever. Ja. Und das ist noch nicht alles. Das Comfortel 3500 managt bis zu 100 Accounts, kann Google und Outlook, hat eine coole Gestensteuerung gibt's auch in Weiß. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Dieses Telefon hier ist wirklich definitiv mal ganz weit vorne. Wir haben nämlich das Android-Betriebssystem mit Touchscreen integriert und es so zu einem richtigen Smartphone gemacht. Obwohl, müsste es jetzt nicht eigentlich Cleverphone heißen? Nun, ich glaube, die Antwort auf die Frage von meinem Chef ist, dass clever eigentlich bedeutet, etwas mehr über die Kunden nachzudenken und was sie wirklich brauchen, um dann die richtigen Produkte dafür zu entwickeln. Ja. Und so gesehen, Chef, sind wir clever. Ja. Und damit das auch jeder mitbekommt, haben wir es direkt unter das Logo geschrieben. Clever, was? Und was sagen Sie dazu? Wenn Sie uns helfen wollen, noch cleverer zu werden, dann schicken Sie bitte Ihre Ideen an clever@auerswald.de.